Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge von Ein Psalm am Tag macht klug und stark. Heute heißt es, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Na, 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 na. Ich lese aus der Zürcher Bibel. Psalm 7. Gott, der gerechte Richter. Ein Lied Davids, das er dem Herrn sang wegen des Benjaminiten Kusch. Du, Herr, mein Gott, bist meine Zuflucht. Hilf mir vor meinem Verfolger und errette mich, dass er mich nicht zerreiße wie ein Löwe, da kein Helfer ist und kein Erretter. O Herr, mein Gott, habe ich das getan? Ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich dem Böses getan, der mit mir friedsam gelebt und den bedrückt, der mich ohne Ursache bedrängt hat? So verfolge der Feind mich und hole mich ein, trete zu Boden mein Leben und lege in den Staub meine Ehre. Stehe auf, o Herr, in deinem Zorne erhebe dich wider den Grimm meiner Feinde und wache auf, mein Gott, der du Gericht bestellt hast. Lass die Schar der Völker sich um dich sammeln und throne über ihr in der Höhe. Der Herr richtet die Völker. Schaffe mir Recht, o Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach der Unschuld, die in mir ist. Mache ein Ende der Bosheit der Gottlosen und festige den Gerechten, der du prüfest die Herzen und Nieren, gerechter Gott. Meinen Schild hält Gott, der denen hilft, die aufrichtigen Herzen sind. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich straft. Fürwahr, wieder schärft er sein Schwert, spannt seinen Bogen und zielt, aber sich selbst nur rüstet er die Todeswaffen und macht er seine Pfeile zu brennenden. Siehe, Frevel trägt er in sich, geht mit Unheil schwanger, und Trug wird er gebären. Er gräbt eine Grube und höhlt sie aus, doch er stürzt in die Grube, die er gemacht. Sein Frevel kommt zurück auf sein Haupt, auf seinen Scheitel seine Untat. Ich will dem Herrn danken nach seiner Gerechtigkeit und will Lob singen dem Namen Gottes des Höchsten. In der Bibel gibt es keinen Bericht über Davids Zusammenstoß oder den allgemeinen Zusammenhang mit diesem Benjaminiten-Kusch. Aber es wird wohl wieder mit Saul zusammenhängen, der ebenfalls aus dem Stamm Benjamin entsproßt. Nun, David fühlt sich hier im Psalm zu Unrecht angeklagt und verfolgt. So stellt er es auch am Anfang dar. Wenn er schuldig geworden ist, dann soll diese Schuld ihn auch treffen, beziehungsweise die Strafe dafür. Aber es scheint ihm nicht nur um Kusch zu gehen, um seinen Verfolger, sondern allgemein um all die, die ihn verfolgen, also um seine Feinde. Und davon hat er ziemlich viele gehabt. Sie sinnen Böses gegen ihn, verfolgen ihn, wollen ihn fangen und sogar direkt töten. Doch in die Grube, die David gegraben wurde, fällt der Feind selbst hinein. Und mich würde es echt interessieren, ist das jetzt nur übertragen gemeint oder tatsächlich so passiert? Klar ist aber, dass sich das Blatt gewendet hat, sowohl für David als auch für seine Verfolger. Und Gottes Gerechtigkeit ist hier zum Ziel gekommen. David ist frei erstmal von seinen Feinden. Ob das so bleiben wird, ist in diesem Zusammenhang nicht feststellbar, weil die zeitliche Datierung einfach nicht feststellbar ist. Aber klar ist, Gott hat gerecht gehandelt. Gott hat täglich gestraft, so wie es hier im Psalm heißt. Und zum Dank hat David eben diesen Psalm als Lied auch verfasst, geschrieben. Mal angenommen, dein Feind, sofern du einen hast, fällt in seine eigene Grube. Wie würdest du reagieren? Vielleicht mit Schadenfreude? Erleichterung? Und würdest du, genau wie David, auch hier ein Zeichen Gottes, einen Wink seiner Gerechtigkeit, der täglichen Strafe erkennen? In Folge 109 gedenken wir unserer eigenen Sterblichkeit. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns. Ciao.